von Modellen erwartet man häufig, dass sie am Ende irgendwie Zahlen generieren. Sowas wie, wie lange braucht der Benutzer in Millisekunden, um jetzt diese Aufgabe zu erfüllen. GOMS ist ein Beispiel für ein Modell, bei dem das nicht so ist. Im Folgenden schauen wir uns GOMS an und dabei auch, wie man GOMS benutzen kann, um Aufgaben zu modellieren und was man daraus lernen kann. GOMS ist eigentlich eine ganze Familie von unterschiedlichen Modellen oder Modellierungsarten. Ein Beispiel dafür haben wir uns sogar schon angeguckt, das war nämlich KLM. KLM ist die einfachste Variante aus GOMS und die geht runter bis auf Tastendruckebene. Die anderen Varianten von GOMS, die gucken sich typischerweise komplexere Operatoren an. Und im Folgenden gucken wir uns CMN-GOMS an, die originale Variante von GOMS. Dafür stellen wir uns vor, ich möchte gerne Geld haben. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, an Geld zu kommen, aber ich habe mich für den Geldautomaten entschieden. Was muss ich dafür machen? Naja, ich habe das Ziel, ich möchte gerne Geld. Und jetzt habe ich mich für die Variante Geldautomat entschieden. Und wenn ich jetzt diesen Geldautomat benutzen möchte, dann gebe ich zuerst meine Karte ein, dann gebe ich meinen PIN ein, dann wähle ich aus, ich möchte gerne Geld haben, dann wähle ich den Betrag aus, den ich möchte, dann bekomme ich das Geld und dann ist mein Ziel erfüllt. Dann habe ich mein Ziel erreicht und jetzt bin ich zufrieden. Und das ist natürlich problematisch, weil was jetzt passiert ist, dass ich meine Kreditkarte nicht mitgenommen habe. Deswegen schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an, so wie das tatsächlich bei typischen Geldautomaten in Wirklichkeit funktioniert. Ich habe immer noch das Ziel, ich möchte gerne Geld haben, ich möchte einen Geldautomaten benutzen. Ich stecke meine Karte rein, ich gebe meinen PIN ein, ich sage, ich möchte Geld haben, ich wähle den Betrag aus und dann fordert der Geldautomat mich auf, meine Karte mitzunehmen. Und erst dann, wenn ich die Karte genommen habe, dann bekomme ich mein Geld und auch dann ist mein Ziel erfüllt. Das heißt, in diesem Fall sorgt das System dafür, dass es nicht in einen invaliden Zustand gerät, in dem dieser Schritt, der eigentlich gar nicht meinem äußeren Ziel entspricht, von mir bearbeitet wird. Und das ist typisch für etwas, was man mit GOMS machen kann. Man kann überprüfen, ob die Sequenz an Aktionen oder Operatoren, die der Benutzer ausführt, zu einem validen Ergebnis bekommt, wenn er sein Ziel erfüllt hat. Woraus besteht jetzt GOMS? Aus vier Teilen und diese vier Teile haben dann auch den Namen inspiriert, also G, O, M und S. Wir haben zuerst einmal die Ziele oder die Goals. Das sind verbale Beschreibungen dessen, was der Nutzer erreichen möchte. Dabei gibt es unterschiedliche Komplexitätsebenen. Also wir haben es gerade schon gesehen, mein eigentliches Ziel war, Geld zu bekommen. Aber ein Unterziel war dann, ich möchte diesen Geldautomaten benutzen, um mein eigentliches Ziel zu erreichen. Das heißt, Aufgaben oder Ziele können auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen existieren. Dann habe ich Operatoren. Das sind mögliche Aktionen im System. Und hier können wir auch unterschiedliche Abstraktionsebenen haben. Wir sehen das in KLM. Bei KLM sind die Operatoren sowas wie zeige wohin mit der Maus oder drücke eine Taste. Bei GOMS sind die Operatoren typischerweise komplexer, aber es sind immer noch Aktionen, die ich im System ausführen kann. Dann haben wir Methoden. Methoden sind einfach Gruppen von Operatoren, um ein Ziel zu erreichen. Und als letztes haben wir noch die Auswahlregeln oder die Selection Rules. Das sind Alternativen, ich kann irgendwie Alternativen haben im System und die Auswahlregeln sagen jetzt, welche der Alternativen der Benutzer auswählen wird. Das schauen wir uns auch in einem Beispiel an. Stellen wir uns vor, ich benutze meinen Windows-Rechner und jetzt möchte ich gerne das Fenster schließen, also meinen Dateimanager in diesem Fall. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Dateimanager oder Fenster im Allgemeinen zu schließen. Wir haben hier nur zwei. Das eine ist, ich benutze das Menü, das heißt, ich kann oben links auf das Menü klicken, dann wähle ich diesen Close-Button aus und dann geht das Fenster hoffentlich zu. Und die andere Alternative könnte sein, ich drücke eine Tastenkombination, dann geht das Fenster auch zu. Jetzt haben wir diese beiden Alternativen. Mein generelles Ziel ist, ich möchte ein Fenster schließen. Jetzt habe ich aber diese beiden Alternativen und die erste Alternative ist dann, ich benutze die Menü-Methode
Und die zweite Alternative könnte sein, ich benutze die Tastaturmethode. Am Ende könnte ich mir vorstellen, ich möchte noch überprüfen, dass mein Fenster wirklich geschlossen wurde. Und was ich jetzt noch brauche, ist irgendwie eine Auswahlregel, die mir sagt, welche dieser beiden Pfade ich denn gehen möchte. Und in diesem Beispiel wären das die beiden Regeln, benutze die Menümethode, wenn keine andere Regel zutrifft. Und wenn du dich in einem Spiel befindest, dann benutze die alte 4-Methode. Und in diesem Beispiel haben wir schon alle Komponenten von GOMS enthalten. Wir haben die Ziele auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen. Wir haben diese Operatoren, also jede grüne Zeile ist hier ein Operator. Dann haben wir Gruppen von Operatoren. Das ist dann jeweils einer dieser blauen Blöcke, ist dann eine Methode. Und als letztes haben wir noch die Auswahlregeln und die haben wir einmal hier unten. Das sind dann die konkreten Regeln und dann brauche ich die noch im oberen Teil, weil ich sagen muss, an welcher Stelle sollen jetzt die Regeln angewendet werden. GOMS kann dazu benutzt werden, deutlich komplexere Aufgaben als beispielsweise KLM zu modellieren. Allerdings kann GOMS nicht tatsächlich Zeiten vorhersagen. Wie lange braucht denn jetzt ein typischer Benutzer, um diese Aufgabe zu bearbeiten? Das einfache KLM kann das, aber dafür kann KLM dann wiederum nicht so komplexe Aufgaben modellieren. Was ich mit GOMS allerdings machen kann, ist, ich kann Schlüsse daraus ziehen. Also wenn ich das gemacht habe für ein System und eine Aufgabe, dann kann ich mir anschauen, wie viele Operatoren brauchte ich denn bei einer Variante. Und wenn ich verschiedene Varianten eines Interfaces modelliert habe, dann kann ich mir anschauen, welche Variante braucht denn mehr Operatoren. Und wenn es deutlich mehr sind, dann heißt das typischerweise auch, dass ich länger dafür brauche, um das Interface zu benutzen. Die Tiefe dieser Strukturen, die sagt uns auch was. Je tiefer die sind, desto mehr tendiert das System dazu, das Kurzzeitgedächtnis des Benutzers zu belasten. Das heißt, wenn ich sehr tiefe Strukturen habe, muss sich der Benutzer sehr viel merken und das kann dann zu Fehlern führen. Und das Letzte ist, was ich daraus lernen kann, ist das, was wir bei dem Geldautomaten gesehen haben. Wenn ich Ziele habe, dann kann ich davon ausgehen, dass wenn meine Ziele erfüllt sind, ich mit der Bearbeitung der Aufgabe aufhöre. Beispiel mit dem Geldautomat, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe mein Geld bekommen, aber das System wurde dann in einem Zustand hinterlassen, der nicht valide war. Und das kann ich mit GOMS aufdecken und dann hoffentlich beheben, so wie im Beispiel mit dem Geldautomat, sodass ich einen zusätzlichen Operator an einer Stelle einfüge, die eigentlich dem Nutzer nicht hilft, sein Ziel zu erfüllen, aber dafür sorgt, dass ich das System nicht in einem nicht validen Zustand hinterlasse.